So, Freunde, und da sind wir auch schon in der ersten Mission. Und hier haben wir die erste Seele. Das ist kurz nach der Sequenz, wo wir Cat das erste Mal wirklich getroffen haben. Beziehungsweise wo Cat uns gebeten hat, bitte nicht auf sie zu schießen, weil sie das gar nicht so cool fände. Und ja, wir sehen uns, wenn ich die nächste Seele gefunden habe. Bis gleich. So, und kurz nach dem Killerkarussell gab es hier noch den Weg, den wir schon gesehen hatten, aber nicht gehen konnten. Wo wir einerseits mit einer Seele und mit noch ein paar mehr Punkten belohnt werden. Und ja, jetzt geht's wieder zurück. Und ich würde sagen, wir sehen uns bei der letzten Seele, die wir in dem Level noch nicht gefunden haben. Bis gleich. Und hier im Gruselkabinett haben wir die letzte Seele in diesem Level. Meine Güte, danke. Außerdem werden wir noch mit einigen Punkten belohnt, dafür, dass wir einfach mal einmal mit Arbeiter hier raufklatschen. Sehr schön. So, dann bringe ich das Level noch zu Ende und wir sehen uns im nächsten. Bis gleich. Und da sind wir beim Abschlussbericht dieser Mission, der ersten. Wie ihr seht, 100% Fortschritt, alles gesammelt. Hier fehlen uns ein Schlüssel und eine Tür. Sieht aber nicht nach einer Silbertür aus. Aber auch einiges an verlorenen Seelen fehlen uns. Wir haben noch einen Verbesserungspunkt. Ich habe noch einen Offscreen in Aquila hier in Kaliber gesetzt. Und holen wir jetzt noch Big Slick 2. Und ja, wir sehen uns, wenn ich das erste gefunden habe, was mir fehlt. Bis gleich. So, und da sind wir in unserem Zuhause. Erinnert ihr euch, direkt in der Eingangshalle war eine Tür offen, wo wir aber nicht lang konnten, weil wir weil der Sprung so gesehen zu weit war für uns, beziehungsweise hier, kam halt nicht irgendwie dahin. Wir mussten übrigens auch nicht da ganz hinten hin, sondern einfach nur hier mittels Engelshaken hoch. Und das war die erste Seele, die wir verpasst haben. Und wir sehen uns bei der nächsten oder der nächsten Tür oder dem nächsten Schlüssel oder was auch immer. Bis gleich. Und da haben wir auch schon direkt das nächste. Direkt nach der Statue hier nehmen wir uns Aquila und fetzen uns durch diese Tür. Dankeschön. So, was haben wir hier? Punkte und Seele, okay. Wunderschön. So, das war die zweite. Und wir sehen uns nachher wieder. Bis gleich. Und da haben wir die nächste Seele. Die war direkt vor unserer Nase, aber wir kamen nicht dran, weil wir den nicht konnten. Das ist direkt nach dem Punkt, wo wir die Axt bekommen haben. Und what the fuck, warum bin ich hier nicht runtergegangen? Okay, haben wir direkt zwei Seelen auf einmal. Gut, die eine war ich scheinbar blind. Hab mich wahrscheinlich von den Geräuschen von der einen ablenken lassen und die nicht gesehen. Gut, das war Fail von mir. Na gut, bis, wobei, Moment, wir können hier direkt weitermachen. Wir kommen hier mit Erics runter. Und hier haben wir den Silberschlüssel. Nice. Gut, dann sehen wir uns bei der nächsten Tür, beziehungsweise, Moment, ich habe da auch schon wieder was gesehen. Wir können da ja wieder hoch. Ach nee, das, hier sind wir jetzt schon wieder. Moment. Wollen wir kurz was gucken? Warum sind jetzt hier auf einmal wieder Punkte? Die habe ich eben getötet, die Spinnen. Beziehungsweise, die waren eben nicht da. Schweinerei. Na gut. Dann sehen wir uns gleich wieder. Und eigentlich fast direkt nach dem Fight mussten wir durch die Tür. Und jetzt können wir uns hier auch durchsensen. Ich glaube, wir konnten beim letzten Mal einfach nur nicht zurück. Wir sind kurz davor, die Sense selber ja zu bekommen. Hier war noch Punkte, ich habe es genau gehört. Ah, bam. Und die hole ich mir jetzt. Uns fehlt, glaube ich, fast ausschließlich nur noch die Tür. Na, mal gucken, ob ich die finde. Bis gleich. Und da gibt es sogar noch eine Seele zu finden. Hier gibt es einen Abgrund, wo wir eigentlich so nicht rüberkommen. Mit Engelsschwung, aber ohne Probleme.
könnte sogar die letzte Seele sein. Ah, und hier ist auch direkt die Tür. Was nicht genug Kupferschlüssel. Ich hoffe jetzt, dass wir auf diese Mission, wenn wir einen Kupferschlüssel haben, auch so zugreifen können. Sonst muss ich das Level nochmal neu spielen. Ist, fände ich, ein bisschen doof geregelt, aber gut, was will man machen. Und jetzt werden wir hier den Engelsschwung nochmal lernen. Beziehungsweise nicht den Engelsschwung, sondern das mit dem Ranziehen halt. Ne? Bis gleich. Beziehungsweise bis wahrscheinlich im Abschlussbildschirm. Und der Abschlussbericht. Wir sollten sehen, dass uns eine Tür fehlt. Was mich ein bisschen ärgert, aber ja, was will man machen? Ja, 92%, uns fehlt die eine Tür. Dafür brauchen wir aber einen Kupferschlüssel. Den haben wir noch nicht. Wir haben aber einen Silberschlüssel noch gesammelt. Na gut, wir verbessern eben noch. Und dann werde ich mal gucken, wie viel wir da jetzt schon haben, wie viel wir noch brauchen an, beziehungsweise wie viel Videomaterial wir jetzt dadurch schon haben. Und dann sehen wir uns ja, entweder gleich oder morgen wieder. Bis dann. Okay, wir haben knapp 6,5 Minuten gehabt und das heißt, wir versuchen hier die Silbertür zu öffnen und die letzten beiden Seelen zu holen. Das Schöne ist, wir haben ja in der letzten Folge noch den Silberschlüssel geholt und ja, dürften demnach die Tür auch öffnen können. Und selbst wenn es ein Elfenbeinschlüssel ist, dafür haben wir auch einen Schlüssel. Elfenbeintür. Dafür haben wir auch einen Schlüssel. Deshalb würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. So, die erste Sache erinnert ihr euch vielleicht noch hier in diesem Rondell, das ist ja die Mission gewesen. Haben wir schon von Anfang an diese Tür da oben gesehen, die ich jetzt schon zerfetzt habe. Und da finden wir auch einerseits wieder Punkte und andererseits eine weitere verlorene Seele. Die andere habe ich eben schon in einer kurzen Cutscene gesehen. Ich weiß nicht, warum wir die übersehen haben. Aber ich gucke mal, ob wir die jetzt direkt holen können. Man hört sie hier ja auch schon. Ja, erstmal hier. Bla bla, Stress, Stress. Komm, lass das. Danke. Da oben. Wie ich die übersehen konnte, keine Ahnung. So, das heißt, wir haben alle Dingens. Jetzt fehlt uns nur noch die Tür. Die gehe ich jetzt mal suchen. Bis gleich. Und da sind wir auch direkt an der Tür. Das war die Tür, die wir auch schon gesehen haben. Und jetzt können wir eine weitere Silberherausforderung machen. Mal gucken, was wir diesmal haben. So, Werner in eine Grube gräbt, töte alle Gegner nur durch Angriffe anderer Gegner. Oh Gott. Okay, das könnte lustig werden. Das heißt, die Bartos am besten nicht töten. So. Ihr bleibt auch schon liegen. Ah, die Bartos können aber ruhig mal ein bisschen hin machen, ja? Ja. Okay, der erste ist schon mal tot. Nein, falsche Taste gedrückt. Ich wollte den Kerl eigentlich reingezogen haben. So. So, wie soll ich das jetzt bei denen machen? Okay, einfach so. Easy. Hat irgendwie funktioniert. Sehr schön. Nächstes Bruchstück. Und damit haben wir die Mission auch abgeschlossen. Beziehungsweise haben die Mission vervollständigt. Haben alles, was wir brauchen. Ne? Ja. Und wir sehen uns ja, am Ende des Levels wieder. Wenn ich den Abschlussbericht zeige. Bis gleich. So, und der Abschlussbericht. Zumindest mal eine der Missionen. Also es wird vorkommen, dass wir manche Missionen, wie zum Beispiel die zweite, also die wir zuvor abgeschlossen haben, insgesamt dreimal durchspielen müssen. Und das wird wahrscheinlich auch nicht die letzte bleiben. Aber wir sammeln immer weiter schön Punkte. Und gucken mal. Nächste Mission, Teufelsjäger. Da fehlen uns zwei Schlüssel und eine Tür. Uiuiui. Na gut, dann machen wir das doch noch.
Punkte haben wir eh keine, beziehungsweise nicht genug. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Schlüssel, Seele, was auch immer, wieder. Bis gleich. Und nach der ersten Kamera haben wir direkt hier die Seele. Einfach anstatt darunter zu gehen, hätten wir hier hochgemusst. Naja, kann man mal übersehen. Zumal man sie von hier aus nicht gehört hat. Habe ich nochmal überprüft. Bis zum nächsten Gegenstand. Eigentlich hätte ich gar nicht cutten müssen, beziehungsweise die Aufnahme unterbrechen und wieder aufnehmen. Wir haben einen schönen Silberschlüssel. Nämlich einfach auf dem, wenn wir direkt hier runtergekommen sind, wo wir eben die Seele eingesammelt haben. Als wir hier lang gegangen sind, kam uns die Wand entgegen, die wir mit Erics zerklatschen mussten. Und das habe ich gerade mal gemacht. So, Schlüssel haben wir. Hier kommt Scherbe. Ja, ja, komm, kennen wir auch schon. Klack und bumm. Gar nicht mal schlecht, Mädels. Wunderschön. Wir sehen uns beim nächsten Gegenstand. Bis gleich. Okay, hier habe ich scheinbar gefällt, weil sowohl da oben als auch da oben sind jeweils eine Seele. Und die wollen wir natürlich beide haben. Das heißt, na, kann man hier hoch? Jawohl. So, eine Seele Nummer 1 und für die andere, Moment, das Schild nehme ich noch mit. So, lass mich mal hier hoch. Und da hinten sind auch noch Punkte. Aber erstmal holen wir uns die Seele. So, dann hole ich mir noch schnell die Punkte. Dafür nehme ich euch noch mit. Alle hüpf. So, Punkte, Punkte, überall Punkte. Eventuell sogar noch eine Tür. Nee, sogar noch mehr Punkte. Hallo. Echt keine Tür? Ich hätte hier eine Tür hingesetzt. Ach, aber, haha, der Goldschlüssel. Nice. Seht ihr mal, drei Sachen auf einmal. Halleluja. Es fehlt uns jetzt noch die Tür und eine Seele. Gut, werden wir noch finden. Bis gleich. Und da haben wir die nächste Seele in diesem Level, beziehungsweise sogar die letzte Seele. Ah, fuck. Zu spät den Engelstrigger, sag ich jetzt mal, losgelassen. Also den Trigger für die Engelswaffen. Das Fiese ist, dass man halt die Kamera hier so eingestellt hat, dass man eben nicht in die richtige Richtung guckt. So, das war die letzte Seele. Und es kann sein, dass da oben auch die Tür war. Toll. Jetzt bin ich echt an diesem scheiß Schild da hängen geblieben. Weil hier können wir ja durch. Ich weiß gar nicht, ob wir hier drin waren. Gucken wir doch mal. Doch, hier waren wir drin und hier haben wir diese Tür gefunden. Okay, dann gehe ich mal... Moment, doch, uns fehlt noch die Silbertür. Und da suchen wir jetzt mal nach. Dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich vor der Silbertür. Bis dann. Okay, Silbertür gefunden, da hinten. Gucken, reicht das? Ja, es reicht so gerade eben noch. Da haben wir auch schon die nächste Herausforderung. Was haben wir hier? Astreine Eroberung. Töte alle Gegner ohne Schaden zu nehmen. Ja, das sollte machbar sein. Ich schalte mal auf Aquila und Dingens um. Oh Gott. Okay. Ich will den Typen da ausschalten. Komm mal her. So. Nein. So. Und du gehst jetzt auch noch drauf, bitte. Dankeschön. So, das war dieses. Hätten wir geschafft. War kein Problem. Und haben ein neues Gesundheitskreuz bekommen. Wunderschön. Gut,
Dann würde ich sagen, sehen wir uns am Ende des Levels wieder. Bis gleich. Und das war diese Mission. Alles eingesammelt. Ich habe es gerade aus Versehen übersprungen, aber ich glaube, das ist jetzt nicht das Problem, oder? So, ich gucke noch mal, wie viel Zeit wir schon haben. Also wie viel das jetzt ist. Ich glaube, das könnten so an die 10, 12 Minuten sein oder so. Mal gucken, wir sehen uns auf jeden Fall gleich wieder in Virility beim nächsten Gegenstand oder morgen wieder. Das kommt drauf an. Bis gleich oder morgen. Okay, wir sind beim ersten Schlüssel. Erinnert ihr euch noch an den? Wir waren, beziehungsweise ich war ziemlich doof. Aber ihr habt es auch nicht in die Kommentare geschrieben, also könnt ihr euch nicht über mich beschweren. So. So, Punkte, Schlüssel und da war nichts. Gut. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten, was ich so finde. Bis gleich. Eigentlich hätte ich schon wieder gar nicht die Aufnahme pausieren müssen. Da unten ist die Statue, zu der wir fast direkt gekommen wären. Und wenn man sich hier ein bisschen die Kisten hochkraxelt, dann kommt man auch an die entsprechende Tür für den Schlüssel, den wir gerade eben eingesammelt haben. Also beides durchaus etwas, was wir schon längst hätten erledigen können. Aber ich habe es nicht bemerkt. Beziehungsweise habe es nicht gerafft. So. Was kriegen wir denn für eine Kupferherausforderung? Töte alle Gegner innerhalb der Zeit nur durch Dämonenwaffen verletzen. Na gut, dann Arbeiter und Gibi, würde ich sagen. Nope. Hier wird nicht gewütet. Komm mal her. Nein. So, alles kein Problem. Ich meine, okay, es war eine Kupferherausforderung, was will man erwarten? So, und das nächste Gesundheitskreuz nehmen wir doch gerne. Gut, dann fehlen uns in der Mission noch ein paar Seelen, ein Schlüssel und eine Tür. Drei Seelen. Also effektiv haben wir gerade 50% erledigt. Gut. Dann holen wir uns mal die restlichen 50%. Bis gleich. So, wir befinden uns hier am Ende der zweiten, ja, dieser, ich sag jetzt mal, Platforming-Passagen. Und hier konnten wir hoch. Das habe ich nicht gerafft. Und hier gibt es sogar zwei Sachen. Einerseits haben wir da diese Tür, wo wir mal Akila hinschicken. Währenddessen gucken wir mal, dass wir den Freund hier befreien. Und gucken mal, warum wir. Ah, auf der anderen Seite gibt es auch noch was. Das heißt, es gibt ein bisschen was mehr zu holen. Das ist. Könnte sich lohnen. So, einmal dadurch. Und einmal anklopfen. Punkte sammeln. Sehr schön. So, was haben wir denn hier außer Punkten noch? Na, dich will ich auch noch mitnehmen. Dankeschön. So, wir wären sonst von da gekommen. Gehen wir mal da lang. Und da hinten kommen wir lang. Wo landen wir denn da? Erstens bei einem Schlüssel. Sehr schön. Dann haben wir schon mal sämtliche Schlüssel in diesem Level eingesammelt. Springen wir doch einfach mal hier runter. Und sterben. Sehr gut. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn ich herausgefunden habe, ob wir da überhaupt noch was finden oder nicht, beziehungsweise wenn wir das nächste gefunden haben. Bis gleich.
Und ja, es gab sogar noch was da, wo wir mit Akira rumgeschmissen haben. Geht's per Engelsschub zu dieser Seele. Sehr gut. Was fehlt uns jetzt noch? Eine Seele, eine Tür. Kriegen wir alles noch. Wir sehen uns gleich wieder, Freunde, wenn ich gefunden habe, was wir suchen. Bis dann. Und da haben wir die Silbertür gefunden. Das war hier hinter einer Tür versteckt, die wir mit Arbeiter aufschlagen müssten. Also mit unserer schönen Axt. Und danach fehlt uns nur noch eine Seele. Ich hoffe, die habe ich nicht irgendwie verpasst. Das wäre uncool. Das Problem ist, wir kriegen ja nicht angezeigt, wo die Seelen alle sind. Also im Sinne von, dass die in der richtigen Reihenfolge aufgelistet werden. Da unten. Deshalb. Töte alle Gegner innerhalb der Zeit nur von aktiven Bereichen aus Schaden. Okay. Okay. Das heißt, wir sollen in diesem Bereich hier kämpfen. Eieiei. Okay, der Bereich wird kleiner. Au. Aber da hinten. Ach, hier ist neuer. Nein. Ach komm. Ah, gut, suche ich mir einen neuen. So. Komm mal her. What? Okay, das ist eine merkwürdige Herausforderung. Ja, und da ist der Fehlersong, dass die keinen Schaden nehmen. Eieiei. Okay. Hör uns, Typ. Lass mich hier mal ran. Eieiei. Okay, das ist. Die ist echt merkwürdig, diese Herausforderung. Beziehungsweise, was heißt merkwürdig? Es ist ein bisschen doof formuliert. Es hieß von aktiven Bereichen aus. Das heißt für mich, wenn ich drin stehe und die Gegner zum Beispiel anschieße, mit Revenant oder so, dann sollte das drin sein, aber. Ne, schafft man nicht. Na gut. Fehlgeschlagen. Müssen wir also nochmal versuchen. Ah, da hinten ist der erste Bereich. Nein. In die falsche Richtung ausgewichen. Problem ist. Kommt mal her. Ja, wie gesagt, Problem an dieser Challenge ist, dass wir die Gegner meistens selber recht weit wegschlagen. What the fuck? Und die beiden Typen nerven auch tierisch. Meine Güte. Okay. Wenn ich den Mondtrieb hätte, ich würde ihn einsetzen. Ich will aber jetzt dafür keine Gegenstände verwenden, muss ich ehrlich zugeben. So, Güter Nummer 1. Fehlersong ist gerade lustig. Ja, schon. Okay, reicht nicht ganz aus. Uns fehlte der eine wütende Typ. Wüterich oder wie auch immer die heißen. Na gut, aber jetzt kriegen wir es. So. Nein, her. Ich
Ich glaube, man sollte hier auch ein bisschen in der Luft jonglieren. Alter, wie den ich auch jedes Mal treffen, verdammte Axt. Komm mal mit in die Luft hier. Ja, ich muss mal hier hinten hin. Das war haarscharf. Aber wir haben es geschafft. Das reicht mir. So, nächstes Ding. Die Party wird echt verrückt. Eine neue Errungenschaft. 10 Gesundheitskreuzbruchstücke. Gut, was fehlt uns noch? Eine Seele, ne? Genau. Die würde ich sagen, holen wir uns. Beziehungsweise wir sehen uns gleich, wenn ich sie gefunden habe. Bis dann. Tja, ich habe die Seele nicht gefunden. Ich werde nochmal nachgucken, wo ich die finden kann. Und werde dann entsprechend das noch hier anschneiden. Und dann wird es das wahrscheinlich sogar gewesen sein für diese Folge. Ja, müssen nur Mission neu starten. Wie gesagt, wir sehen uns gleich, wenn ich die letzte Seele gefunden habe. Bis gleich. Okay, ich habe die letzte verlorene Seele gefunden und sie war relativ weit am Anfang, wo wir hier auch den Schlüssel geholt haben. Nämlich können wir jetzt da hinten hin. Einmal so, so und die letzte Seele. Dankeschön. Wir sehen uns am Ende nochmal und dann... Beziehungsweise, ich beende die Folge für hier, für heute. Wird was länger, aber naja, was will man machen. Wir sehen uns morgen wieder, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis dahin, ciao!